Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal einen Schoko-Birnenkuchen. Als allererstes stellen wir jetzt einen Topf auf den Herd, geben in den Topf Margarine und Zartbitterkonfitüre und dann lassen wir das Ganze schmelzen. Wenn das Ganze dann geschmolzen ist, lasst ihr das Ganze dann erstmal abkühlen. Als nächstes geben wir jetzt in eine Schüssel Backpulver, Mehl, Schlagsahne, Zucker und Eier. Das Ganze verrühren wir jetzt. Jetzt geben wir die geschmolzene Margarine und Konfitüre dazu. Und das Ganze rühren wir dann mit unter. Dann nehmt ihr eine Backform, legt die mit Backpapier aus, gebt den Teig in die Form. Und dann verteilt ihr den Teig schön gleichmäßig in der Form. Als nächstes brauchen wir jetzt Birnenhälften aus der Dose. Die lasst ihr abtropfen. Dann schneiden wir uns die Birnenhälften in Scheiben. Die Birnenspalten legt ihr dann oben drauf auf die Teigmasse. Dann backt ihr den Kuchen bei 180 Grad ungefähr 40 Minuten. Und so sieht der Kuchen jetzt nach dem Backen aus und den lasst ihr jetzt erstmal in der Form abkühlen. Jetzt verzieren wir den Kuchen noch mit Schokoglasur. Dazu nehmt ihr einfach fertige Kuchenglasur, schmelzt sie nach Packungsanleitung und lasst sie dann einfach linienförmig über den Kuchen drüber laufen. Und jetzt lasst ihr den Guss erstmal trocknen. Ich schneide den Kuchen jetzt mal an, damit wir auch mal sehen, wie er von innen aussieht. Und hier seht ihr jetzt mal ein Stück, was ich aus dem Kuchen rausgeschnitten habe. Und damit haben wir dann unseren Schoko-Birnenkuchen fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.